Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3 und willkommen zurück im kleinen Horrorkerker unter Irithyll. Das doch sehr kurz war rückblickend, da wir noch nicht alles entdeckt haben, aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Wir gehen mal weiter runter hier in dem Kerker. Dass ich mittlerweile schon alles... Ah! Oh Gott, das war nur eine Ratte. Ich hab Schiss vor allem hier gerade. Bam! Was? War das der... Ich hab doch zugehauen, du blödes Vieh. Hey. Oh ja. Ja, ich komme nicht mehr raus. Ist ja nett. Zwar, ja, guck mal, die kann einfach mal einen Schwanz schlagen. Kann ich auch, aber es tut nicht so weh. Hahaha, haha, hat er Witz gemacht. So, nee, jetzt kann ich mich hier nochmal in Ruhe umsehen, die ganzen Zellen vielleicht öffnen. Ich habe einen alten Zellenschlüssel gefunden im letzten Part. Und der passt hier nicht. Boah, halt die Backen, du, mit deiner blöden Lampe. Das sind so ekelhafte Gestalten. Da, guck mal, was die abziehen. Die verringern meine maximale Lebensenergie einfach mal so. Oh, ihr scheiß Viecher, hör auf. Guck mal. Was das einfach mal so abzieht. Komm, pack's wieder drauf jetzt bitte. Pack's drauf, genau. Das ist echt eine richtig miese Fähigkeit, Leute. Eine richtig miese. Was ich hier wieder sterben muss, das ist ja ätzend. Da habe ich mir nicht so erhofft. So, der Trick ist einfach hier lang zu gehen, ohne dass der Riese erwacht und nach mir schlägt. Ich könnte natürlich auch mal hier runterspringen, aber andererseits, da sind noch die ganzen Ratten. Die wollen auch Liebe. Ja. Liebe und Hiebe. Liebe und Hiebe. Nein. Seele eines unbekannten Reisenden. Hey, das ist eine ziemlich gute Seele sogar. Mistigen Ratten hier. Ja, ja. Jauche-Küchlein. Nom, nom, nom. Geil. Jetzt seht ihr mal, wie das ist, ihr mistigen Viecher. Alles klar. Eine Tür. Aber das führt mich nicht runter zu dem Riesen, wo ich ursprünglich eigentlich hin wollte. Oh, dieses... Oh, diese Lampenschweine mal wieder, ne? So eine ganze Prozession von den Arschbacken hier. Oh. Und es zieht und zieht und zieht Lebensenergie. Was soll das? Das ist scheiße. Kinder. Das ist richtige Kacke. Und lachen sie auch noch, ne? So richtig fies, du. Mach mal voll hier. Genau. Mach mal voll. Wie an der Tanke. Aber ich habe noch meine Glut. Ich wollte gerade sagen, da fehlt noch was, ne? Da fehlt noch was. Es sind noch mehr von euch, ich weiß das. Glut. Sehr schön. Nein. Oh Mann, das hört nicht auf. Guck mal hier. Noch mehr von denen. Wer hat sich sowas ausgedacht? Solche Gegner gehören verboten, Kinder. Das macht man nicht. Jetzt ist die Lampe aus. M-
Mach mal die Lampe aus jetzt, komm. Was soll dieser Nebel? Der macht ja offensichtlich nicht sehr viel, oder? Die Wärterrobe haben wir jetzt auch noch. Und noch eine Glut. Aber da sind noch welche, wie es ausschaut. Ich höre sie zumindest noch. So, dann sehen wir uns das mal an. Die Wärterrobe. Eine Robe, wie sie die Wärter des Kerkers von Irithyll tragen. Es ist eine ursprüngliche formelle Ritualkleidung. Die Wärter zählen zu den wenigen überlebenden Einwohnern der gottlosen Hauptstadt. Später dienten sie unter Hohepriester Sullivan und vielleicht halfen ihnen die Schreie aus den Zellen ihre alte Heimat zu vergessen. Ja, weil das so ein klangvolles, schönes Geräusch ist. Das Schreien von gequälten Seelen. Ich finde es nämlich furchtbar, dieses Schreien. Stirb. Halt doch mal die Fresse. Oh Gott, ja. Oh, komm schon, ich war hinter der Wand. Mistviecher. Ekelhafte Mistviecher seid ihr. Gottlose Kohle? Ist das etwa etwas für die Schmiede? Von André? Durchwirken von Dunkelheit, blutig und hohl aktivieren. Kohle für die Durchwirkung von Waffen. Die für die Durchwirkung von Waffen genutzt wird. Überreste des Feuers, das die gottlose Hauptstadt niederbrannte, konserviert in einem eisigen Schädel. Dem Schmied im Schrein geben, um Edelsteine für die Durchwirkung dunkel, blutig und hohl zu nutzen. Okay. Das tue ich. Das tue ich dann. Und sonst scheint hier aber nichts mehr zu sein. Ah, ich könnte jetzt alle Wände mal abklopfen, ob da irgendwas versteckt ist, aber bezweifle ich ehrlich gesagt. Also dieser Kerker hier ist wieder so gar nicht meins, ehrlich gesagt. Das ist mir ein bisschen zu heftig, vor allem mit diesen Lampen da, das ist viel zu fies. Ja, es ist viel zu fies. Oh je, ist das hier schon wieder. Drachenkörperstein. Oh, ein Aufzug, sieh mal an. Alles klar. Ich komme gleich wieder, ich will noch mal ganz kurz zurück. Vielleicht entdecke ich hier noch was. Andererseits soll ich auch nochmal zurückgehen, da wo die Ratten waren und der Riese, denn auch da, denke ich, ist noch was versteckt. Auf jeden Fall ist hier noch was versteckt. Oh, wieder so einer, ja. Ja, ja. Gib mir meine Lebensenergie mal zurück, bitte. Danke. Warum ruckelt das so? Immer diese Mikro-Ruckler. Das ist doch ätzend, Mann. Oh, das muss doch nicht sein. Das muss nicht sein. Ja, und das war alles hier, oder wie?
Da ist so ein Spinner in so einer Zelle, der mich wieder angeschrien hat, ja? Hätte ich auch zulassen können, alles. Nö. Da ist nichts. Und hier? Die ist verschlossen. Hervorragend. Das war total sinnlos hier mal wieder. Es sei denn, ich finde noch einen Schlüssel. Und dann darf ich alles nochmal abklappern. Auf Verdacht, dass hier noch was liegt irgendwo. Oh Mann, was ist denn hier noch? Krass. Einfach nur krass. Sieht ja auch sehr interessant aus hier. Wenn da jetzt nicht irgendwas von der Decke fällt, dann... Dann halt nicht. Ich kann nur sagen, der Kerker ist echt nicht meins. Die gottlose Hauptstadt, so. Oh Gott! Was bist du denn? Sieht aus wie ein Gargoyle, nur ohne Kopf. Seltsames Vieh. Seltsames Vieh. Ich will nur ganz kurz schauen, ob hier irgendwo ein Leuchtfeuer ist und dann hau ich wieder ab, glaube ich. Ich war im Kerker noch nicht fertig. Wie gesagt, alleine schon die Ratten. Ich möchte gerne wissen, was da noch ist beim Riesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Nein, ich laufe da nicht hin. Erstmal hier. Hier noch ein bisschen gucken. Ah, na toll. Als könnte er sich nicht mal ein bisschen strecken und da hochgreifen. Nein, das geht nicht. Ich muss wahrscheinlich von oben irgendwo runterhüppen. Oh, gut. Ausstrecken. Was haben wir denn da noch? Herbeirufen? Applaudieren? Willkommen? Ausstrecken. Hey, guck mal, das ist doch hier Dingens. Den kenne ich doch. Verdammt, wie heißt der nochmal? Ist das nicht... MacDoof? Nein. Es ist doch nicht Leningrast. Woher kenne ich diesen Typ, der da liegt? Ach, verdammt. Ihr kennt ihn auch. Das ist ein NPC. Mann, ich komme jetzt nicht drauf. Nein, das war doch der Dieb, der uns in Majula diese Leiter runtergebaut hat, oder? Oh! Noch so ein Gargoyle ohne Kopf. Was machen die mit dem Speer hier? Kommst du? Oh, da hätte ich ausweichen sollen. Autsch. Macht man nicht! Nicht so oft schlagen, ja? Nee, dann... Ich dreh nochmal rum. Ach Leute, das...
Ich will nicht erneut irgendwas zurücklassen. Ich könnte wetten, in Irithyll wäre es auch noch weitergegangen und ich habe mich da nicht richtig umgesehen. Die gottlose Hauptstadt. Aber sehr geil, was die hier alles auffahren. Ich finde es sehr geil. So, das müsste mindestens für ein Level abreichen. Beim zweiten muss ich vielleicht etwas nachhelfen, weil ich könnte wetten, ich bin jetzt schon bei paar und 20.000 mittlerweile. Wups. Sie hat Wups gesagt. So. Achso, ich gebe André noch die Glut, ganz kurz. Und dann schauen wir mal. Hey, Kumpel. Erstmal Flakons verstärken. Jetzt habe ich schon 12. Lords, where did you happen upon this goal? This is much too dark. I see the abyss in it. Yet, a smith I remain. I won't turn down a request. But forget not. Your fight is for the flame and for your fellow kin, just like mine. A cursed fate this may be, but hope remains, does it not? Ah, schade, ich habe immer noch nicht genug Brocken, um die Waffe zu verstärken. Wobei die vielleicht auch nicht so schlecht wäre. Gucken wir mal. Also sieht schon sehr gut aus, oder? Aber das skaliert halt auf C mit Geschicklichkeit. Und das Stachelschwert. Oh, ich könnte das auch mit einer großen Titanit. Naja. Habe ich da noch irgendwas, was ich abgeben kann? Ich habe da jetzt schon längere Zeit nicht mehr drauf geachtet. Nein. Sieht nicht so aus. Werde ich da wieder Knochenmehl verbrennen? Ja. Knochensplitter habe ich verbrannt. So. Ah, das ist schon wieder ein neues Gebiet hier alles. Dann gehen wir nochmal in die Karka zurück. Wie gesagt, ich will gerne noch unbedingt rausfinden, was da unten bei den Ratten und dem Riesen war. Wo ich dort wieder hinkomme. Ah, ich finde das ätzend, die Typen mit den Lampen. Das könnten die echt... Stirb! Wie es immer aussieht, wenn die hier durchsprinten, die Viecher. Okay, es ging ganz gut. Die haben mich nicht so sehr erwischt, die Viecher. Ausnahmsweise mal. So, ein bisschen Ausdauer. Ich muss echt mal dafür sorgen, dass ich mehr Belastung habe, dass ich auch mal große Waffen tragen kann, ohne allzu viel an Rüstung einzubüßen. Das wäre ein Träumchen, wäre das. So. Hey. Blöde Ratte. Eine gottlose Flamme. Ja. Yeah. Nice. Schauen wir uns gleich mal an. Oh, nö. Nö, nö, nö. Ich will mir nur die Flamme ansehen. Lass mich mal bitte in Ruhe, ja? Okay, dann halt nicht. Ist das vielleicht der Aufzug? Nein, der fährt hoch. Der andere ist auch hochgefahren. Warte mal, wo führt mich das jetzt hin? Wahrscheinlich kann ich damit leicht eine verschlossene Tür öffnen. Na? Was ist das hier?
noch ein Leuchtfeuer. Hä? Ach nee, das ist hier das Leuchtfeuer im Kerker. Alles klar, cool. Das ist sehr cool sogar. Dann schauen wir uns mal die gottlose Flamme an. Lässt Feinde in der Reichweite zu Asche verbrennen. Von der gottlosen Flamme abgeleitete Pyromantie. Umhüllt Feinde in Reichweite und verbrennt sie zu Asche. Die gottlose Hauptstadt wurde vom Feuer verschlungen, nachdem Jorm der Riese zum Aschefürsten geworden war. Das aus dem Himmel geborene Feuer soll ausschließlich menschliches Fleisch verbrannt haben. Ach, guck mal, der Riese. Jorm der Riese. Den müssen wir auch noch rekrutieren, oder? So. Was heißt rekrutieren? Wir brauchen seine Asche, um diese auf dem Thron zu platzieren. Ist das hier vielleicht Jorm? Ich meine, der hält sehr viel aus, zumindest schon mal. Das ist doch schon auffällig, viel, was der an Lebensenergie hat. Scheiß Vieh. Hey, da kommen ja schon wieder welche. Kommen da unendlich Ratten raus. Das wäre ja kacke. Ich versuche einfach mal. Oh ja, da kommen schon wieder welche. Ja. Ja. Das war's, Jorm. Oder was auch immer du bist. Titanitbrocken. Und eine große Scherbe. Das war's schon. Leider. Na schade. Aber hier geht's noch etwas weiter. Und da ist wieder eine Mimik. Überall Mimics hier, als würde ich noch darauf reinfallen, Mensch. Na komm. Zeig mal, was du hast, Schätzchen. Ein Drachentöter-Blitzpfeil. Na gut, die kennt man ja schon. Die kennen wir schon, diese Pfeile. Keine Geheimwände mehr. Na gut, wir sehen sie uns trotzdem mal an, die Pfeile. Wo sind die denn bei Munition, genau? Diese speerartigen, mit Blitzen umhüllten Pfeile wurden vom Riesenschmied der Götter angefertigt. Sie können nur mit großen Bögen verwendet werden. Blitze waren die Waffe der Drachentöter. Schon seit langer Zeit des Fürsten... schon seit der Zeit des ersten Fürsten Gwyn. So. Und noch eine Leiter. Na gut, die klettern wir jetzt noch rauf, aber dann ist endgültig Schluss. Das reicht für den Bart sonst. Diese ewig langen Leitern, ne? Da wünschte man sich manchmal, dass er die auch so hochklettern würde, wie er so runterrutschen kann. Und keine Geheimwände hier im Kerker, das finde ich ein bisschen schade. Das ist doch geradezu prädestiniert dafür, dieses Gebiet. Boah, sieht's ja aus. Diese ganzen Käfige, die da rumwackeln. Ach, guck mal, hier wäre es auch noch hochgegangen. Nein. Jetzt werden schon runter. Ich kann das. Blitzbolzen. Oh! Du Arschgesicht. Ach, komm schon. Ha. Nee, keine Ahnung, da wär's.
Gar nicht hochgegangen. Ich probiere nur mal ganz kurz was. Ganz kurz, ob ich hier neben rauf kann, aber es sieht auch nicht danach aus. Kann man das? Darf er das? Oh! Nein. Keine gute Idee. Okay, Leute. Nee, dann gehen wir zurück zum Leuchtfeuer. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen bis hierhin. Vielleicht geht's ja weiter nächstes Mal, wenn ihr auch dabei seid. Ja. Und, ich freue mich drauf. Warte mal, hier vielleicht noch was? An dieser Wand, seht man, da ist ein... Ganz kurz probiere ich das nochmal aus. Die Minute haben wir jetzt noch. Vielleicht ist da nämlich ein großes Geheimnis und... Ich kann es nur ergründen, wenn ich jetzt da drauf rolle. Guck mal da. Das ist aber auch nochmal so eine Plattform. Kein Geheimnis. Way. Und? Kein Geheimnis. Alles klar, Leute. Dann bis zum nächsten Mal mit Dark Souls 3. Bis dann.